So, schauen wir mal. T 0 X X 3 F M X N F. Okay, hohe Abschlussrate. Sieht auch sehr vollgepackt aus. 5 times, was auch immer das heißen soll. Guck mal, da ist sogar eine 5 drin. 5 times hat er da hingeschrieben, habt ihr gesehen. Wie macht man das eigentlich, dass man da so ein Thumbnail machen kann? Bei den Leveln. Ich glaube, bei meinem Level ist das einfach random. Ah, okay, verstanden. Wir müssen das aktivieren und dann ganz schnell nach oben, bevor die wieder explodieren, weil... Fuck. Sonst waren wir zu langsam. Ja, oder gibt es da so einen Kameramodus? Na, als ob! Okay, I see. Dann vermute ich mal, wir müssen hier die Dinger mitnehmen, damit wir ein bisschen mehr Speed haben. Ja, okay. Hä, das ist cool. Das ist ein nettes Prinzip. Das ist ein sehr nettes Prinzip. Okay, einfach hoch. Oh, hier kann man noch sterben. Leute, hier kann man noch sterben. Okay, der war einfacher als der erste. Aber sterbe ich natürlich immer. Oh, bisschen assig. Okay, warte, wir probieren erstmal. Okay, das hat funktioniert. Und jetzt wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil das funktioniert immer erst nur beim ersten Mal. Hallo? Ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Okay. Und dann da rein und dann im richtigen Moment abspringen. Und ich glaube, ich bin jetzt schon zu lange. Ja. Okay, aber da oben ist schon das Ziel. Okay. Ist, glaube ich, machbar. Ist halt die Frage, wie man... wie man hier schneller sein kann. Ich glaube, ich muss diese Kante da rechts mitnehmen. Dann gleich da rein und dann hoch. Okay, das war aber knapp, aber hat funktioniert. Sehr schön. Z-Sprünge. Hier kann man halt auch wieder sterben. Ah, okay. Finde ich ein bisschen assig, dass man noch irgendwann sterben kann. Nein! Vor allem, du hast halt keine Checkpoints eingebaut, gell? Aber ansonsten, finde ich, ist das eine sehr nette Idee. Okay, warte, wir müssen... Nee, kann man hier sterben? Ja. Fuck! Warum probierst du überhaupt aus? Warum bin ich so behindert? Jetzt muss ich das alles von vorne machen. aber die sahen so nett aus. Ich dachte, die könnten vielleicht nett sein. Aber nope, die wollten mich einfach nur töten. So wie alle anderen auch. So, ich glaube, wir müssen über den vierten Swamp so rüberhüpfen. Ja. Dann sollte es passen. Einfach keinen Drehsprung machen. So, letzter Raum. Wir folgen einfach mal den Münzen. Aber wir dürfen uns auch nicht so doll stressen lassen, dass wir hier eventuell sterben. Das ist das Ziel. Okay. Okay, okay. Aber kann immer noch sterben, ist die Sache. So. Ich glaube, ich bin zu langsam. Und... Nein, so close. Close. Knosi-Knosch. Ah, ich bremse immer so komisch ab. Fuck. Okay, was ist hier der Plan? Kommt man da... Nee, man kommt auch nicht schneller hoch, wenn man irgendwie... sich dreht. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich hier zu viel Zeit verliere durch diesen Schwung, den ich da mitnehme. Das heißt, wenn ich da sofort weiterhüpfe, das bringt auch nichts. Wie komme ich da schneller rüber? Ich darf halt auch nicht zu kurz springen, weil sonst lande ich in der Säge. Dann habe ich habe zwar ein Kettensägengesicht, aber das muss ja trotzdem nicht sein. Oh Mann, ey. Vielleicht wenn man... Nee, keine Ahnung, ey. Okay, der ist hart. Oh, das sah gut aus. Komm. Ja! Okay. Also man musste einfach nur so einen halben Jump machen. Das Level-Konzept fand ich aber sehr schön, Hampelmann. Dass da Leute nur dreimal gestorben sind im Schnitt, finde ich komisch. Weil ansonsten eigentlich so einfache Level, die haben halt dann so eine 5% Abschlussrate und so ein Level. Kann ich mir locker vorstellen, dass das unter 10% eigentlich kommt. Schön. So, dann spielen wir jetzt das Level von Wer das liest, ist geil. Wer so einen netten Namen hat, der muss ja auch eigentlich nette Level haben. Ja, so viel dazu. Dübelius. Abschlussrate 0% von 58 Versuchen. Eine Nuller Abschlussrate. Das heißt aber auch, wenn ich das hier schaffe, bin ich einfach Erster, Leute. Dann bin ich einfach Erster. Ich muss hier wahrscheinlich schnell sein, weil er meinte irgendwas von der Plattform, aber vielleicht auch nicht. Hä? Okay, bisher... Stranges. Okay. Drücken. Ja, okay. Hier müssen wir auf jeden Fall schneller sein als die Plattform. Komm wieder zurück. Come back. Okay, also ab da wird's ein bisschen speedrunnig. Ach, da war sogar ein Checkpoint. Ja, nett. Okay, netter Checkpoint auf jeden Fall. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Einer. Eventuell war da ein gutes Power-Up drin, in diesem einen Knopf da, aber egal. Darf ich mal leiten lassen. Warum sollte ich auf diese Eisdinger rauf? Ah, für den On-Off-Button hier.
Warte, warte, ich muss doch mitkommen. Ach du Kacke. Okay, da muss er ja richtig schnell sein. Wie ich hier immer wieder ein Leben verliere. Warte, warte, Plattform. Ey, ohne Witz. An sich ist das ist wirklich so sch- No, come on. Dieser war ich einfach zu schnell. So, oder... Nein, ich krieg's einfach nicht hin, ohne Leben zu verlieren. Warten auf die Plattform. Plattform, wir müssen eine Symbiose eingehen. Eine Symbiose. Wir müssen zusammenarbeiten. Plattform. Plattform, die Plattform macht einfach nicht, was ich hier sage. Haha! 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 Ihr habt eine Feuerblume, Leute. So, warten. Reingehen. Ducken. Wirbelsturm mitnehmen. Das Ding aktivieren, mit dem Ding mitgehen. Holy moly. So, jetzt wird's halt ein bisschen hart. Oh, hier. Hier trollt mich der Pfeil halt doch ein bisschen. Klar, er soll einfach nur anzeigen, dass... War da nicht ein Pfeil? Dass man hier nach unten geht? Da ist ja kein Pfeil. Ah! Wie ich immer zu spät jumpe, ne? Ich glaube, jetzt habe ich schon richtig wenig Zeit, um wieder auf die Plattform zu gehen. Okay. Noch gesaved. Danke für den Follower an irgendwen. Ich guck gleich nach. Was muss ich machen? Runter? Oh, und dann wieder rauf. Okay, tschüss, Plattform. War schön mit dir. Ich muss auf die Plattform rauf, dann den On-Off-Button drücken und dann oben rechts weiter. Ich muss also zweimal von der Plattform abspringen. Okay, krass. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich hab's einfach zweimal gedrückt. Ja, geil. Ja, geil. Hab ich Bock drauf. Schon wieder zweimal gedrückt. Schon wieder. Plattform, jetzt bleib hier. Ah, sie ist immer noch da. Ja, guck. Oh. Einmal zu viel gedrückt. Ma! Plattform! Why? Aber das hier triggert mich gerade voll, dass ich den immer doppelt und dreifach benutze. Plattform! Wait! Ich hab's gleich. Aber ich muss den auch gar nicht drücken, merke ich gerade. Ich kann ja auch einfach oben drüber springen. Ich muss einfach nur oben drüber springen, dann muss ich mir halt merken, was ich am Ende machen muss. Also wie der On-Off-Button da dann gedrückt werden muss, damit die Plattform halt weitergeht. Hier am Anfang muss man das halt noch drücken. Damit die Plattform nicht in den Abgrund stürzt. Das wollen wir nicht, ne, kleine Plattform? Wir haben uns doch lieb. Wir beide, du und ich, sind Freunde fürs Leben. So, ich nehme trotzdem alle mit. Fühle ich mich sicherer. Hab ja auch genug Zeit. So, war ich hier schon mal? Ja, ich war hier schon mal. Ich habe schon wieder vergessen, was ich hier machen muss. Ach ja, hier hoch, auf die Plattform, rüber, mit der Plattform mit. Okay, okay, hat funktioniert. Was muss ich machen? Runter? Geht der wahre Mützenbruder, Digga, Alter. Warte, 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 Plattform. Ich krieg dich noch, ich krieg... Ja, ja, alles easy. Alles easy. Ich komm zwar da oben jetzt nicht mehr ran, aber alles easy. Komm, Plattform, ich bin schon da, wo bist du? Also ich muss auf jeden Fall auch oben lang. Kaitos, hast du vielleicht einen Namen für meine kleine Miezekatze, die ich jetzt ab Montag hab? Weil wir haben noch keinen. Ist eine schwarze oder so eine graue British Short Hair oder auf Deutsch britische Kurzhaarkatze. Und wir brauchen noch einen Namen. Wir haben schon überlegt, echt ohne Witz, wir haben schon überlegt, ob die Neko heißen soll, was ja einfach auf Japanisch Katze heißt, oder Yumi oder Xaya. Und wir sind jetzt irgendwie dabei, sie Kira zu nennen. Aber Kira heißt auf Japanisch halt auch einfach Mörder. Ich weiß nicht, ob das so passend ist. Hilfe, Hilfe. Aber vielleicht habt ihr ja noch andere Vorschläge. Neko ist zu einfach. Ja, da kann man die, kann man seine Katze auch einfach Katze nennen, aber mit D. Katze, Ganze, Ganze. Aber Neko klingt halt schon auch süß, möchte ich meinen. Oder halt wie von LOL, Neko. Oh, es hat einfach funktioniert. Nice. Alter, das ist der One. Das ist der One. Oh, jetzt habe ich hier richtig viel Zeit. Richtig cool. Okay, okay. Concentration, Concentration. Ich habe schon wieder alles vergessen, was ich hier machen muss. Nein, nein. Plattform. Komm, das geht auch locker so. Nein, das geht auch so. Plattform. Zack. Bitte, warum denn? Boah, ich krieg locker noch 50 Tode hin. GG, ab in mein Verderben. So, come on Toad, come on Toad. Das ist ein Jump, den du hinbekommen musst. Okay, 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 okay. Auf die Plattform, mir egal, ob ich getroffen werde. Runter, runter, habe ich gesagt. Und die Plattform mitnehmen. Und nicht sterben. Und das Ding wieder mitnehmen. Okay, alles easy.
Leben wir, gehen da rein und alles ist cool. Ziel eventuell. Warum ist hier kein Ziel? Was muss ich machen? Ich hätte das Ding da drücken müssen. Plattform, nein! Plattform! Nein. Okay, warte. Das kriege ich noch hin. So, komm mal her. Nein! Ich hätte einfach zurücklaufen können, wieder in diesen Raum reinlaufen können. Dann wäre die Plattform bestimmt wieder da. Was muss ich jetzt nochmal alles machen? Nein! Schubst der mich da runter? Ich hatte es doch. Ich war da sogar als großer Toad. Also als Blumentoad. Wie heftig war das denn? Okay. Hoch. Ding drücken. Hoch. Mit der Plattform mitfahren. Getroffen werden. Das gehört so. Auf die komische Plattform gehen. Nochmal getroffen werden. Das gehört so. Nochmal auf die Plattform gehen. Oder haben wir die Röhre als kleiner? Ma. So, da ist noch eine Plattform. Achso, die müssen wir mitnehmen. Ich habe schon wieder vergessen, dass da unten dieser On-Off-Button ist. Warum ist mein Brain so? Warum kann das... Es kann sich keine 2 Minuten irgendwas merken. Wahrscheinlich nicht mal 30 Sekunden. So, jetzt Concentration. Ich versuche, mich zu erinnern, was ich hier machen muss. Also, einfach auf den Donut gedrückt halten. Ding aktiv... Okay, das war knapp hier. Mitnehmen, den Hit mitnehmen. Das ist natürlich blöd, dass er... Okay, der ist weggegangen. Okay. Nein, warum ist da denn Feuer? What? Ich bin noch nie gegen dieses Feuer gestorben. Aber bis hierhin läuft das schon mal ganz okay. Dieser Part hier ist ein bisschen doof. Da wäre ich auch immer getroffen. Aber ich bin jetzt zumindest ein großer Dude. Und könnte hier getroffen werden, aber werde ich nicht mal. Oh, jetzt habe ich natürlich einen richtig guten Dings hier. So, jetzt unten lang. Wir warten auf die Plattform. Wir warten auf die Plattform. Drücken das Ding. Gehen weiter. Gehen mit der Plattform mit. Okay, neue Sachen. Ich mag Neues nicht. Hallo, warum ist hier neu? Muss ich da... Da ist ein On-Off-Button. Cool. Ganz toll. Okay. Tja, also ich hätte hier natürlich so einen nach unten Jump machen können. Da hochjumpen, das Ding mitnehmen. Jetzt habe ich mich auch gesoftlockt. Nein, ich will doch nicht alles von vorne machen. Oh nö. Als ob man da so gar nicht rauskommt. Hallo? War der Anfang schwer? Ich hab's schon wieder verdrängt. Okay, komm, wir warten die 100 Sekunden. Start. Der Anfang ist nur der Tutorial-Raum. Okay. Siehe, du schwindelst mich an. Achso, ach, hier geht's einfach los, ja? Siehst du, wäre schneller gegangen, hätte ich einfach die 100 Sekunden gewartet. Aber ich glaube, das Tutorial hat mir jetzt richtig geholfen. Ich glaube, jetzt bin ich wieder drin. Dank diesem geilen Tutorial. Nein, nimm das Ding doch bitte einfach mit. Alle guten Dinge sind 42, sage ich ja immer. Okay. Donut, heute nicht. Sehr gut. So, den Hit nehmen wir diesmal auch nicht mit. Aha. Die hier nehmen wir auch gar nichts mit. Hahaha. Sag ich doch, alle guten Dinge sind 42. So. Wir warten auf die Plattform. Das ging letztes Mal auch ganz gut. Okay, hier ist sogar Platz genug, dass wir als großer Typ lang gehen können. So, jetzt weiß ich halt trotzdem nicht Bescheid. Hier rauf, dann auf die Plattform. Nein. Plattform. Plattform. Bitte seid doch wieder da. Was? Runter? Hä? Ach so. Ich dachte, ich wäre schon ein weiter. Nein. Waren schon wieder 2 Minuten um, dass mein Gehirn das wieder vergessen hat, wie es da weiterging? Scheinbar hat sich mein Gehirn einmal wieder resettet. Jetzt ist das so, als wenn ich das erste Mal wieder spiele. Oh, nur ein Off-Button. Okay, was ist jetzt der Plan? Ah, okay, jetzt muss ich hier auf diesen Knochen-Dings. Okay, hier muss man sich ducken. Oh Gott, hä? Okay, was muss denn hier machen? Oh, den On-Off-Button drücken. Ey, lol, man kann einfach den Wirbelsturm kaputt machen. Das ist, glaube ich, cool. Das vereinfacht das, glaube ich, ein bisschen. Uff. Alles klar. Hat ja funktioniert. Ah, ich hab die Plattform runterfallen lassen. Okay, das ist, glaube ich, doch nicht so eine gute Idee. Plattform. Und? Ach, scheiße. Ich habe das wirklich wieder vergessen, dass ich hier was machen muss. Auf die Dinger rauf, jetzt nicht verwirren lassen.
Denn, genau. So, bleib hier. Was muss ich machen? Okay, einfach nur draufbleiben. Einfach nur draufbleiben. Plattform, ich nehme dich mit. War das schlecht? So, Münzen nach, Münzen hinterher, warten, hüpfen, gegenjumpen, sterben. Und das Ganze nochmal, weil es so witzig war. Hat aber schon jemand geschafft gehabt, oder? Nö. Cool, okay, dann wäre ich zumindest Erster, wenn ich es schaffe. Na denn, habe ich ja doppelte Motivation hier. Egal, ich verliere eh kein Leben mehr. Als kleiner Tod ist das ja bestimmt sogar einfacher. Dann muss man sich hier nämlich nicht ducken, haha. Hab dein Level ausgetrickst. Okay, oben rüber. Ich habe schon wieder alles vergessen, aber ich glaube, ich muss einfach nur draufbleiben, ja? Da unten ist noch ein On-Off-Button. So, und jetzt einfach oben lang. Okay. Auf das Ding warten wahrscheinlich. Oh nein. Wo ist sie denn jetzt? Ich muss da wirklich so schnell rüber, oder was? So, und jetzt wird stressig. Dieser Part hier ist ultra stressig irgendwie. Als ob du nicht hoch genug jumpst. Oh Mann, ey. So, hochjumpen. Ich komme da nie gegen. Egal, wir kriegen das rote Plattform hin. Easy, 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 easy. Warte, 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 warte. Okay, Rückzug. Okay, ein Try machen wir noch, ein Try. Man muss halt nur hier mit Schwung da hoch, weil sonst kriegt man die Plattform nicht. Komm, Mann, ey! Und dann springe ich immer links vorbei. Okay, du willst Kritik? Kriegst du. Du hättest diesen On-Off-Button da ganz an die Wand packen können. Damit man nicht links vorbei jumpen kann. Ja, an der Wand wär's zu easy. Wär's zu easy, sagt sie. So, come on. Danke. So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Einfach nur mitfahren. Wieso habe ich den mitgenommen? Oh Gott, er wird mich töten. Oh Gott, er wird mich töten. Okay, okay. Einfach schnell rum. Hier rauf. Das Ding mitnehmen. Wieder mitfahren. Okay, 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 okay. Alles egal. Come on, ey. Da. Ein Try mache ich noch. So, sofort hüpfen. Natürlich treffe ich ihn nicht. Natürlich knuddel ich auch noch runter, aber die Plattform war eh schon weg. Schwierigster Part im ganzen Level, diesen On-Off-Button drücken. Danke. So, einfach nur mit der Plattform mitfahren. Geil, wir haben hier wieder einen Knochen-Token auf unserer Plattform. Aber er wird gleich weggedrückt, also alles cool. So, hier müssen wir schnell sein. Alles klar. Auf die Plattform warten. Okay, okay, okay. Einfach mitfahren, einfach mitfahren. Ist egal. Okay. Nein, als ob. Ich dachte, man schafft das mit einem Sprung. Sofort hüpfen gegen. Okay, okay, okay. Mich. Oh, okay. Das war natürlich so geplant. Okay, okay. So, so, so. Schön viel Zeit haben, dann passt das alles. Plattform warten. Drücken. Es war so klar. Es hätte mich sogar noch retten können. Wieso mache ich keine Wall Jumps, so heißen die. Ist die Plattform schon weg? Die war schon weg, ne? Ich war zu langsam. Nein. Bin ich zu langsam? Nee, passt. Passt, 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 passt. Okay. Boah, wir sind als riesiger Tod hier. Ah! Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Wie kann das passieren? Ich kann nicht mehr. Was ist denn hier los? Oh Mann, ey. Okay, okay, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind noch groß, wir sind noch groß, wir sind noch groß. Wir sind doch noch groß. Jetzt sind wir klein, aber das ist kein Problem. Okay, letzter Try. Wenn das jetzt nichts wird, dann lass ich es wirklich erstmal. Bitte, Toad. Bitte, komm einmal als großer Toad dadurch. Eins, zwei und keine Schlägerei. Und dann geht's hier hoch und dann drückst du den On-Button und dann nimmst du hier so einen Knochen trocken mit als Glücksbringer. Das bringt Glück, wenn er dabei ist. So, dann springst du darüber, dann darüber, dann darüber, dann wartest du hier kurz, weil die Plattform so langsam ist. So, und jetzt ist doch alles easy. Alles easy.
Zack. So. Guck mal, wir sind noch groß. Dann, ich bin schon wieder zu langsam. Meine Plattform ist weg. Meine Plattform ist weg. Den musst du sofort bekommen, da. Den musst du sofort beim ersten Mal bekommen. Ach komm, ohne! Jedes Mal, wenn ich da als Großer durchkomme, da passiert irgendwo eine Scheiße. Nein, 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 nein. Wir müssen jetzt schnell sein. Nein, warte, 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 warte. Plattform ist schon weg. Alles klar. Das war klar, weil ich hab zu viel geschlittert. Letzter Try. Aber schade um die Todesanzeige dann, wenn ich es vielleicht doch irgendwann nochmal schaffe. Wüsste halt schon gerne, wie viele Versuche ich insgesamt dafür bräuchte. Oh. Schaffe ich gerade nicht. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Aber ich spiele heute Treacherous Track nochmal weiter, weil das im letzten Stream ja nach 100 Versuchen schon nicht funktioniert hat. Oder nach 100 Versuchen immer noch nicht funktioniert hat. Werde ich das jetzt nochmal ausprobieren. Ich glaube, ich werde es trotzdem nicht hinbekommen. Aber alle guten Dinge sind 5000 oder so. Nach 5000 Versuchen schaffe ich das bestimmt. Ein bisschen traurig finde ich, dass in diesem Level bisher... Also das haben jetzt schon zwei Leute geschafft. Ich glaube, zweimal derselbe Dude, weil der zweimal kommentiert hat. Heißt, selbst wenn ich schaffe, habe ich nicht den Weltrekord. Was ich sehr traurig finde, weil ich habe es bestimmt... Na, der hat es bestimmt auch ein paar Mal versucht. Aber ich will zumindest einmal schaffen. Das ist mein Hauptaugenmerk. Und ich komme hier gerade überraschend gut durch dafür, dass ich das eben nur einmal ganz kurz nochmal angespielt habe. Okay, aber eben bin ich auch bis hier hingekommen. Zwar nicht als Bloom-Toad, aber doch als großer Toad. So, und dann habe ich hier verkackt, weil ich hier nicht richtig hochgehüpft bin. Diesmal funktioniert's. Vor allem eigentlich könnte ich jetzt schon restarten. Weil ich es halt mit einem Mal, oder ja, beim ersten Versuch eigentlich schaffen müsste, damit ich den Rekord, also damit ich so... Nein. Fuck! Damit ich überhaupt eine Chance habe auf den Rekord. Bleib doch hier, du Plattform! Dieses Level. Ich meine, es steht hart drin im Titel, ja, aber... Warum muss es denn trotzdem... Warum muss es denn auch hart sein, wenn es im Titel drinne steht? Ich muss hier rumhüpfen und hoffentlich kein Leben verlieren. Never mind. Moment. Nein. Plattform, I need you. Oh, sie kommt sogar zurück. Wie nett bist du denn, Plattform? Aber jetzt bringt mir das auch nichts mehr. Mir ist übrigens eben erst aufgefallen, dass da unten Decay steht. Donkey Kong, warum auch immer. Ob das jetzt irgendeine Bedeutung hat oder so, gar kein Plan. Aber steht da. Aber wenn ich hier jetzt mal kein Leben verlieren könnte, geil. Wäre das richtig gut. Ich weiß nicht, wie lange wir dieses Level spielen. Vielleicht nicht so lange wie beim letzten Mal. Aber ein paar Versuche gebe ich denen auf jeden Fall. So, und jetzt eigentlich sofort los. Der hier... Ja, scheiße. Dieser Button ist so assig, weil er einfach nicht an der Wand ist. Magst du im Essen mehr Bratnudeln als Knete? Kann ich nicht verstehen. Hast du kein Kind, das Knete gegessen hat? Ich habe mir immer selber mein Essen zusammengeknetet und dann war das ganz lecker. Sandkuchen ist auch richtig geil. Mann, ich krieg diesen Kack hier nicht. Vor allem, oh, fuck you. Ich muss den in richtigen Moment treffen, weil sonst fährt das die Plattform da nach unten, oder? Das ist alles scheiße. Oder diese Reisdinger, diese Reispufferteile. Weiß nicht, ob ihr die kennt. So, die sind so bunt und die kann man anlecken. Und wenn man mehrere davon hat, dann kann man die zusammenkneten. Aber es ist keine Knete, sondern so ein Reispuffer und die kann man auch essen. Hattet ihr sowas auch? Weiß ich nicht, vielleicht hatte ich das auch noch in meiner Kindheit. Und ich habe die immer gegessen und ich glaube, man darf die gar nicht essen. Die sehen so aus wie diese Styropor-Dinger, die man immer bei Post und so reintut. Nur sind die halt aus Reis. Ja, ja. Ich glaube, die sind extra für Kinder. Oder meine Eltern haben mir diese Styropor-Dinger von den Postteilen gegeben. Und jetzt habe ich ganz viel Plastik in mir drin. Das kann auch sein. Und haben einfach nur gesagt, das ist Reis. Damit ich endlich sterbe und sie kein Geld mehr für mich zahlen müssen. Das kann auch alles sein. Aber ich bin nicht gestorben. Jetzt bin ich einfach Plastikman. Oder so. So, komm mal, und ich möchte diesen Part einmal hinbekommen. Toad, please. Warte, nee. Ab. Ja! Okay, so, jetzt ist schwierig. Den nehme ich immer mit als Glücksbringer quasi. Hier muss man auch wieder schnell sein. Jetzt muss man auf die Plattform warten. Im richtigen Moment hier runter, dann das Teil drücken. Und jetzt wird's hardcore. Ohne Witz. Plattform, bleib hier. Danke. Okay, okay. Concentration. Den muss ich drücken, den muss ich drücken. Fuck, fuck, fuck. Ich glaube, meine Plattform ist schon weg. Ja, meine Plattform ist schon weg. GG! Ich krieg diese dummen On-Off-Blöcke da nie. Das Kleingeld verschluckt, das habe ich auch mal gemacht. Und da mussten wir dann ganz lange warten, oder meine Eltern haben gewartet, bis ich es ausgekackt habe und dann haben wir in der Scheiße rumgewühlt. Da erinnere ich mich auch noch ganz toll dran. Und ich glaube, das war nicht mal viel Geld, aber sie wollten halt sicher gehen, dass das auch wieder rauskommt.
Weiß nicht, das ist bei Menschen auch so wie bei Katzen, dass man dann operiert werden muss? Weil man Geld verschluckt? Weil das irgendwas kaputt machen kann? Keine Ahnung. Die waren auf jeden Fall sehr erleichtert, als ich das dann wieder ausgekackt habe. Das fand ich sehr strange als Kind. Aber ja. Als Kind freut man sich ja sowieso, wenn man dann eine auf Klo gehen kann, nicht wahr? Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen. Jetzt muss ich das hier ganz komisch timen. Okay, geht. Zack, Glücksbringer mitnehmen. Hä? Habt ihr es gehört? Toad hat so ein komisches Geräusch gemacht. Warum? Moment, Plattform, Plattform! Ich war wieder zu schnell! Oh, okay. So, mal keinen Pechbringer mitgenommen. Jetzt müsste das eigentlich klappen. Also, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Da, er macht immer so ein beim zweiten Jump oder beim dritten oder so. Ist mir davor nie aufgefallen. So, oh Gott, bin ich schnell genug? Bin ich... Ah! Knappi. Ist egal. Nein, nein, ist nicht egal. Fuck, ey. Immer dieser eine da. Ich habe einfach alles irgendwie nein, bleib hier, Plattform. Alter, ich hätte auch den Thwomp da unten benutzen können, sehe ich gerade. Ich werde mich so freuen, wenn ich dieses Level einmal schaffe. Bei wie vielen Toten sind wir jetzt schon? Bei 33? Ja, das geht ja noch. Geil, jetzt bin ich klein. Jetzt kriege ich das auf jeden Fall hin, den zweiten Part. So, ich nehme den ersten mit. Ah, okay. Wenn man den... okay. Okay, okay, okay. Den hätte ich auch mitnehmen müssen, ne? Und hier dann runter? Nee. Oh, hi. Hallo, Türchen. Hä? War ich schon mal so weit? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich muss jeden On-Off-Button mitnehmen, auf jeden Fall. Aber es funktioniert auf jeden Fall besser, wenn ich den ersten Knochen trocken da mitnehme. Dann kriegt man den On-Off-Button auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das werde ich nochmal probieren. Ich bin tot! So, nicht so schnell. Tot, chill dein Leben. Gut. So, wir nehmen den ersten mit, machen das Ding an, sind zu schnell, nehmen den mit, sind... Moment! On-Off-Button! Da muss ich den aber auch schon treffen. Ich muss ganz kurz auf die Plattform, dann gegen das On-Off-Button. So, okay. Go, 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 go. Ne, hier ist ja noch gar nicht der Part. Jetzt kommt der erst. Cool! Ich glaube, hätte ich die Stampfattacke nicht gemacht, dann wäre das alles gut gewesen. 1, 2, 3. Hui! Tod, ja! Tod Nummer 40. Tod Nummer 40 ist der beste Tod. Denn mit dem Try 41 ist man... Naja, eigentlich ist das... Oh. Try 42 ist sowieso viel geiler als Try 41. So. Nein! Oh, ich lebe ja noch! Nein! Ich hätte das noch saven können. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass ich da noch lebe. Wenn man sich ausmalt, das Level zu schaffen und den ersten Switch nicht trifft, ist so. Aber nach 40 Tries hat man doch irgendwann keine Concentration mehr. Dann denkt man, ich denke zum Beispiel die ganze Zeit jetzt nur an das Ende, wie ich da am besten irgendwas mache. Also muss man hören, wie meine Grafikkarte quasi sich die Sachen ausmalen. Und jetzt geht die ganze Rechenleistung meines Gehirns dafür drauf, sich das vorzustellen, wie ich da dann weiterkomme. Dann kann ich mich jetzt hier nicht an den Anfang konzentrieren. Das hier ist jetzt alles in meinem Hören einfach nur Fragmente, was ich hier gerade mache. Ich sehe nur so einzelne Pixel, was ich hier mache. Aber dafür ist das Endgame hier, das Late Game, das ist richtig HD, das ist richtig 4K gerade in meinem Hören. Ist okay, Hauptsache wir sind hier. Den nehmen wir mit. Komme ich da trotzdem ran? Ist die Plattform noch da? Nope. Okay. Ich glaube, diesmal hätte ich es geschafft, wenn ich den schnell genug getroffen hätte. Bitte, einmal muss das doch nur... Oh. Hier muss ich wieder schneller sein. Nein! Ja, das wird schon wieder nichts. Geil. Wie viele Tries soll ich dem Level noch geben, Leute? So. Du kommst mit, du bleibst da. Ich nehme nur deinen Bruder mit. Haha, das reibt sich. Wir sind sogar noch groß. Fuck. Ich nehme wir mit. Josh bleibt da. Tschüss, Josh. Ich nehme Georg mit und Josh muss da bleiben. Hallo Fridolin, hallo Tod. Da sofort auf ihn rauf. Nein, ich krieg den nie. Warum denn nicht? Oh, haben wir noch hinbekommen? Haben wir noch hinbekommen? Haben wir noch hinbekommen? Haben wir alles noch hinbekommen? Auf die Plattform, darauf. Darauf. Ich hab den nicht bekommen. Ich hab den nicht bekommen. Ich hab den nicht bekommen. So, come on. Nicht runterfallen, wäre ganz toll. Danke. Aber auch den Knopf drücken, das wäre auch so ein bisschen gut. Also so den Knopf drücken? Hm. Oh, come on. Hit. Oh ja, genau, jetzt hüpfst du nicht hoch genug, oder was? Guck mal, Toad hat auch keinen Bock mehr. Toad hat keinen Bock mehr, so hoch zu hüpfen. Da kann ich mir seine armen kleinen Beinchen wollen nicht mehr mitmachen. Ja! Oh, ich hab's mal wieder hinbekommen, diesen Dings da zu drücken. Oh, ich hab getroffen. Moment! Na! Ah!
Wäre ich da noch groß? Wäre ich da noch groß, Leute? Wäre ich da noch groß? One Nummer 62. Das ist mein One. Donut. On off. Hoch hüpfen. Auf die Plattform. Auf den Typen. Knochentrocken heißt der. Richtig. Ja, auch kein Leben verlieren. Nice, nice. Okay. Okay. So, ich konzentriere mich jetzt. Ich setze mich sogar richtig hin. Oh, ich sitze jetzt gerade. Jetzt wird das was. Jetzt kann endlich wieder Blut in mein Hirn gehen. Nein, als ob! Nein, 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 nein! Warum? Warum machst du das? Das ist nicht geil. Oh, wir sind schon hier? Okay, den habe ich mit Absicht mitgenommen, damit ich nicht runterfalle. Aber ich falle trotzdem runter, weil ich ein dummer Kopf bin. Mann, ey! Du bist so doof. Der macht so doofe Geräusche. Aber ich liebe ihn dafür. Da. Jetzt aber. Jetzt sind wir groß und alles und jetzt ist alles cool. So, wir gehen schon vor dem Ding. Haha. Moment. Plattform. Warum ist das denn immer so? Ich habe hier sogar noch eine ganz alte... Nennt man die ROM? Ist das eine ROM von Nintendo 64? So ein Modul? Leider mit abgerissenem Cover, weil mein Bruder fand das doof, dass ich immer das Spiel gespielt habe. Und dann wollte er mich trollen und hat das Cover da abgerissen und wollte eigentlich ein anderes Cover raufkleben, damit ich nicht weiß, wo dieses Spiel ist. Jetzt habe ich halt ein Mario... Paper Mario 64 ohne Cover, beziehungsweise mit halb abgerissenem Cover. Richtig arschig von ihm. Und seitdem hasse ich meinen Bruder. So. Ja, komm. Nehmen wir mit. Okay, 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 okay. Hier runter. Wie soll man denn da hinkommen? Da soll man eine Stampfattacke machen, nicht wahr? Man soll da gar nicht zwischengehen. Ich glaube, ich bin zu früh gesprungen. Ja, viel zu früh. Aber... Sind wir schon bei den 100 Toten? Ne, 68. War nicht zu früh. Ich glaube, das passt. Dann sofort hüpfen dagegen. Alles klar. Den nehmen wir mit. Oh, wir sind sogar noch ein großer Toad. Mega gut. Okay, come on. Den hier jetzt nicht failen. Sehr gut. Okay, okay, okay. Come on, come on, come on. Ist hier das Ziel? Ist hier das Ziel? Kann hier bitte das Ziel? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Moment. Okay, mach den kaputt. Okay, wieso kommen da Sachen von oben runter? Bitte lass da das Ziel sein. Bitte lass da das Ziel sein. Bitte, 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 bitte. Okay, hier kann man noch die Dinger machen. Ich geh einfach das Ziel. Geil! Oh Mann, ey. Dieses Scheiß-Level. Oh mein Gott, als ob ich das noch geschafft habe. Nach 180 Versuchen habe ich dein Level geschafft. Für 46 Minuten saß ich da jetzt dran. Oh mein Gott. Okay, jetzt kriegst du auch endlich dein Toll. Alter. Wie lange hat dieser Weltrekordtyp das bitte gemacht, hä? Dass er das... Er muss das ja mit einem Try geschafft haben, damit er das in 1 Minute 40 hinbekommen hat. Oh, Last fällt von meinen Schultern. Wow. Hey, wieso ging das denn jetzt am Ende plötzlich so gut? Und ich war ja dann richtig nah am Ziel dran, richtig häufig. Oh, mein Herz pocht richtig. Am Ende hatte ich noch richtig Angst da. Oh, danke. So, jetzt kann ich auch endlich einen Zusammenschnitt von diesem Level machen. Schön 180 Tode in ein Video reinknallen. Richtig gut. Ja, schönes Level. Ich freue mich auf dein nächstes Level. So, jetzt ist deine Abschlussrate wieder richtig hoch. 0,4% fast.